Ach so, ja, Moment. Jetzt haben wir auch schon wieder zwei Figuren. Ach, müssen wir die beide in die Mitte... Ach nee, da ist ja ein Tor ist offen. Nee, zwei Tore sind offen. Okay. Ja, das heißt, wir müssen einen Abstand von zwei zwischen ihnen hinbekommen. Geh mal drei nach vorne. Over. So, jetzt müssen wir wieder damit reden, dass ich eine andere Figur habe als du, weil ich kann gar nicht nach vorne gehen. Ich stehe da, wo ganz am Anfang die erste Figur stand. Sprich, unter dem zweiten Stein am Anfang stehe ich. Wo stehen denn deine Figuren? Over. Die stehen, wenn du zwei nach vorne gehst, zwei rechts und zwei links. Over. Kannst ja einfach mal einen nach rechts und zwei nach vorne gehen. Das ist schon mal ein Anfang. Over. So, jetzt müsstest du einen... vor einem Stein? Over. Ja, und deshalb würde ich sagen, gehst jetzt ein Feld nach links. Over. So, jetzt kriegst du die beiden ganz gut nach vorne. Jetzt musst du es aber noch schaffen, dass der Abstand sich verringert. Also würde ich sagen, einen nach vorne und einen nach rechts. Kannst du das machen? Over. Ja, das sollte machbar sein. Cool, jetzt musst du eigentlich nur noch drei nach vorne, einen nach links, einen nach vorne. Over. Ja, dann kommen wir schon mal zu einem Problem, weil ich stehe jetzt drei Felder unter dem rechten Turm. Sprich, ich kann ein Feld nach vorne und dann kommen da drei Felder, wo ich nicht mehr weiter kann. Das ist kein Problem, da kannst du dann nochmal nach rechts ausweichen. Also würde ich sagen, machst du jetzt... So, warte. Warte kurz. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, und jetzt rein. Over. Nee, jetzt wieder einen rechts und einen nach vorne. Over. Ja. Victory. Wait. This was a trap. My sons, what have I done? Sehr interessant. Also meine Errungenschaft hieß Parallelpanel. Und wenn ich hier nicht drauf gestanden hätte, wie wäre ich dann hier runtergekommen? Ich bin gerade mit einer Plattform runtergefahren. Vielleicht hätte ich auch runterspringen können. Over. Also mein Achievement hieß Gordische Ritter und bei mir ist, glaube ich, wenn ich das noch richtig sehe, noch nicht weiter was passiert. Also ich habe zwar hier zwei... Ladies and Gentlemen, welcome to tonight's featured trial. Durch die eine Tür konnte ich durch und jetzt sehe ich einen riesigen Raum von oben und da unten sind einige Sachen, einige Kreise und Wege und ganz, ganz viel. Ah, ich sehe dich, ich sehe dich! Ich sehe dich, over. Ja, kam mir gleich so bekannt vor, als du den Raum beschrieben hast, over. Okay, ich konnte jetzt ranzoomen und sehe das alles jetzt von oben, over. Okay, das scheint ein Labyrinth zu sein. Lauf weiter. Nee, geh nochmal in die Mitte. Können wir das mal neu starten? Ja, okay. Wenn du rausgehst, läufst du nach links und immer der Wand entlang. Auf, nein, stopp, 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 stopp. Weiter nach links. Da auf den schwarzen Punkt. Du solltest immer links an der Wand entlang. Over. Ich muss also bestimmte Punkte besetzen, damit es weitergeht. Ich höre hier nämlich nebenbei auch noch was ticken, als wenn ein Countdown abläuft. Over. Ja, da läuft ein Countdown. Du hast noch so und so viel Zeit. Ich weiß nicht, ob du das X siehst, wo du hin musst. Deswegen, siehst du die schwarzen Kreise auf dem Boden? Over. Ja, die kann ich sehen. Over. Okay, dann siehst du aber vielleicht das X nicht, weil sonst wärst du wahrscheinlich draufgelaufen, wenn du direkt davor weggedreht hast. Dann sag ich dir einfach, dass wie viel der schwarze Kreis es sein wird, den du als nächstes dann betrittst. Und du gehst einfach... Also jetzt in dem Fall gehst du gleich raus und links immer an der Wand entlang. Immer an der linken Wand bleiben. Und das wäre dann der dritte schwarze Punkt, den du triffst und da musst du dich dann draufstellen. Over. Kannst du mir das nicht live sagen mit weiter, weiter, Stopp und so oder geht das nicht? Over.
kommt drauf an, wie du dich bewegst. Dann geh mal los und dann links. Weiter. Wenn du jetzt gleich jetzt rechts und direkt links. Und jetzt auf den schwarzen Punkt vor dir. Genau. Jetzt hat sich das Labyrinth ein bisschen geändert. Aber lass mich kurz gucken. Solange du da drauf stehen bleibst, läuft noch kein Timer. Okay, du müsstest jetzt da, wo du hinguckst, da läufst du jetzt lang. Sprinte am besten, wir haben ja eine Sprint-Taste. Falls du noch nicht vergessen hast. Lauf jetzt mal los. Natürlich habe ich die Sprint-Taste immer weiter, schon wieder vergessen. Immer weiter. Jetzt rechts und dann direkt links. Nein, nicht so weit. Direkt links. Also direkt da runter, genau da rein und da auf den Punkt drauf. So, warte, Moment. Okay, das wird schon etwas schwieriger. So, fang an zu laufen, dann direkt links. Rechts. Weit, links ist rechts abbiegen. Links. Weiter, geradeaus. Rechts, rechts bleiben, rechts auf den Punkt. Genau. Oh Gott, die Wege werden ja mal länger. Was will denn der jetzt von dir? Machen wir mal ganz kurz Schluss, damit du was sagen kannst, falls du was sagen möchtest. Over. Ich kann dir nur sagen, ich hatte natürlich die Sprint-Taste wieder vergessen. Gut, dass du dran erinnert hast. Und für meine Begriffe sagst du zu oft rechts, wo ich gar nicht rechts rum musste. Aber ansonsten klappt das. Du kannst mir auch ein paar Richtungen im Voraus sagen, dass ich mir die schon mal einpräge. Aber den Rest, ja, einfach live dann. Over. Okay. Wenn du jetzt gleich losläufst, gehst du nach rechts und dann erstmal geradeaus, soweit du geradeaus kannst. Oder? Warte. Sehe ich das ist richtig? Es ist verwirrend, manchmal sieht man die Mauern nicht richtig. Ja doch, okay. Also gehst jetzt gleich los und gehst dann direkt rechts durch die Mitte durch, geradeaus, soweit bis du an die Wand kommst. So, jetzt links. Dann rechts einbiegen und ganz, ganz lange geradeaus. Sobald du rechts rein kannst, gehst du rechts rein und dann wieder geradeaus, soweit du kannst. Da ist nur ein... Nein, rechts lang. Rechts lang und dann geradeaus, soweit du kannst, das ist eine Sackgasse, da gehst du drauf. Genau, jetzt will er von dir wieder, dass du in die Mitte gehst. Und das machen wir natürlich auf dem möglichst längsten Weg, den es gibt. Dreh dich mal. Also in die andere, genau da. Da gehst du jetzt lang bis zur Außenwand und dann gehst du ganz rechts lang und läufst immer geradeaus den Weg. Sollte irgendwann rechts eine Lücke gehen, gehst du da rein und läufst weiter rechts und geradeaus, soweit wie es geht. Genau, als nächstes kommt links eine Lücke, da gehst du rein. Und jetzt kommt wieder rechts eine Lücke, dann bist du in der Mitte. Oh, puh. Und dann bist du weg. Oh, der Faden im Irrgarten. Bye, bye. Bei mir nannte es sich Labyrinthläufer, die Errungenschaft. Over. Okay, es ist meine andere Tür auf, dann gehe ich da mal lang. Die Musik sagt aber nichts Gutes, over. Ja, bei mir ist auch so ein bisschen grummelig spannend. Ich habe hier tatsächlich 4 Särge drin, aber ich glaube, die haben in dem Fall nichts zu bedeuten, obwohl ich auch schon wieder Symbole drehen kann. Und zwar rechts 2 und links 3, over. Okay, ich hatte jetzt hier einen langen Weg nach unten. Ich habe hier eine Tür, mit der kann ich nicht interagieren, okay. Dann gehe ich jetzt in den nächsten Raum rein, der wieder ziemlich klein aussieht und eventuell wieder mal ein Todesraum für mich ist. Aber ich gehe einfach mal rein. Over. Ich habe hier einen überdeutlich leuchtenden Pfeil. Irgendwas passiert hier gerade. Es ist ziemlich laut. Over. Ja, meine Tür ist zugegangen und, oh, hi, ich sehe dich. Hi. Keine Ahnung, was hier los ist. Over. Also, ich habe einen deutlich leuchtenden Pfeil, der zeigt auf ein Dreieck mit einem Kreis drin. Es könnte abstrakt betrachtet sowas wie das göttliche Auge sein. Over. Also, wenn du den Hinweis gefunden hast, dann müsstest du mir Symbole ansagen können, die ich drehen kann. Over. Ja.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe hier selber 6 Sachen, die ich drehen kann und brauche dafür wohl 6 Symbole von dir. Over. Warte mal, die Sachen sind jetzt aber nicht rechts und links von dem Tor hier, oder? Dass die in beide Richtungen anzeigen? Over. Doch, links und rechts vom Tor sind jeweils 3 so Zahnräder, die ich drehen könnte. Over. Okay, beobachte mal die linke Seite. Ich drehe mal eins. Over. Okay, ich drehe keins. Over. Du drehst sie von außen. Over. Okay, dann brauche ich trotzdem die Symbole, weil hier sehe ich, glaube ich, gerade spontan nichts, was irgendwie auf einen Hinweis deuten könnte. Also müsstest du mir eventuell welche anmerken. Over. Kannst du die denn jetzt schon drehen? Over. Ja, ich kann sie drehen. Over. Dann ist, wie gesagt, der Hinweis dieses Dreieck mit dem Kringel drin. Over. Und in welche Richtung zeigt es? Over. Nee, nee, da haben wir uns jetzt missverstanden. Also das Dreiecks-Symbol ist da drüber. Deshalb ging ich davon aus, dass du irgendwo eine Legende findest, die sich auf dieses Dreieck bezieht. Das Dreieck ist nicht bei den regulären Symbolen dabei, sondern wird da drüber abgebildet, als meiner Meinung nach Hinweis. Over. Ja, ich habe aber auf einen der Teilen zum Drehen ganz viele Dreiecke und die gucken in verschiedene Richtungen. Das sind alles Dreiecke mit Kreisen. Viele Dreiecke sind an einer Seite offen. Aber eins sieht aus wie eine Medaille und eins ist ein komplettes normales Dreieck mit dem Kreis drin. Over. Okay, warte mal. Das Ding, was du gerade gedreht hast, war das mit Dreiecken? Over? Ja, genau. Over. Das ist sehr interessant, weil es dreht sich auf meiner Seite mit und ich sehe keine Dreiecke. Ich sehe andere Symbole. Over. Okay, ja, ich weiß nicht. Vielleicht sagst du mir mal, was für ein Symbol du drauf hast, Over. Ich dachte, du wolltest wissen, wie genau das Dreieck aussieht. Also es ist eigentlich sehr schlicht, Over. Also ein ganz normales Dreieck nach oben zeigend auf allen Seiten zu und in drin ist ein Kreis, Over. Absolut korrekt, Over. Okay, das hätte ich eingestellt, Over. Verdammt, dann müsste ich jetzt rausfinden, was sich verändert hat. Over. Was für ein Symbol siehst du denn auf demselben Teil, was ich gerade gedreht habe? Over. Ah, stimmt. Jetzt wirst du vielleicht außen was suchen. Das ist ein Kreis mit eigentlich einem X drin, aber innen ist das X nicht ausgefüllt. Also praktisch nur 4 Piekser. 2 oben, 2 unten. Over. Ein Kreis mit einem Viereck. Achso, ein Kreis mit einem X drin, aber im Kreis ist das X nicht zu sehen. Also ein Kreis quasi über dem X, over. Ganz genau. Und wenn du das jetzt eingestellt hast, dann ist das Symbol, was ich jetzt sehe, eine Raute mit 2 Strichen drin, over. Okay, habe ich. Das nächste, over. Das nächste ist praktisch eine Schale in einer Schale, over. Okay, hätte ich. Nix. Jetzt eine puh. Ja, so ein nach oben offenes Rechteck. Ne, halbes Rechteck, dreiviertel Rechteck. Naja, du weißt schon, was ich meine. Und obendrauf eins, was nach unten offen ist. Over. Das, was obendrauf ist, ist quasi im ersten Rechteck. Also das sind 2 Rechtecke ineinander, aber das innere ist unten offen, das andere ist oben offen. Ganz genau. Und wenn du das jetzt eingestellt hast, dann habe ich als letztes Symbol hier ein... Oh, wie kann man denn das nennen? Also ein... Ja, okay. Das wollte ich nicht. Ich wollte mir nur die Symbole angucken, dass wenn du sagst, dass ich das Richtige einstellen kann. Aber anscheinend zählt ja schon das Richtige, nur weil es gerade zufällig an Platz war. Sorry, over. Errungenschaft hieß bei mir eine heiße Sache und ich war kurz davor zu sagen, das ist wieder typisch Sora, dass er dann einfach nach dem Ausschlussverfahren arbeitet, aber okay, ich will's dir mal glauben. Over. Mein Achievement hieß einmal gut durch, bitte. Also anscheinend... Achso, unter dir war Lava, die angestiegen ist. Achso, over.
Hab mich schon gewundert, warum es hier immer so ein Brutzelgeräusch gab. Ich dachte, das wären die Fackeln an der Wand. Over. Ah ja, und das letzte hat bei dir tatsächlich kein Symbol. Du hast genau die Symbole alle um eins verschoben gehabt und hier oben hattest du quasi einen Anfang. Interessant, over. Ja genau, das erklärt auch, warum ich als letztes keins mehr hab, weil wir dann ja durch sind, over. Da bin ich hergekommen, oh. Die ist zu, da müssen wir wohl durch die offene Tür, over. Können wir mal drüber reden, dass die überall Lava ist? Warum? Over. Ich traue mich irgendwie nicht so ganz in diesen Aufzug rein, aber ich glaube, wir stellen uns einfach beide rein und fahren hoch. Over. Hier ist ein Steuer, das ich drehen kann, eventuell um den Fahrstuhl hochzubringen. Und es erinnert mich gerade so quasi daran, einer entkommt und der andere wird hier drin gebrutzelt. Over. Das Rad dreht sich leider schon wie wild. Ich hab's kaputt gemacht, over. Kannst gern mal selber probieren. Diese Radsteuerung finde ich ein bisschen umständlich, over. Ist übrigens genau das, was ich vorhin hatte, als bei dir der Raum immer kleiner wurde oder die Decke runterkam oder was auch immer, wo wir bei den Wappen und den Waffen waren. Over. Okay, dann... Ich geh mal in den Fahrstuhl und du machst das schon. Oh Gott, ich will da nicht rein. Over. Ja, ich sag doch, was ist denn hier? Oh, ja. Vertraust du mir? Ich versuch dich nach oben zu kurbeln. Over. Also drücke ich jetzt den Knopf mit nach oben in der Hoffnung, dass er nicht nach unten geht? Over. Ich sehe schon, hier kann wieder nur einer leben draus. Ich werde sofort anfangen zu kurbeln, so gut ich kann. Over. Hab den Knopf da oben gedrückt. Over. Hier oben ist der Ausgang, over. Dann steig mal aus und ich versuche mir das Ding wieder runter zu kurbeln, over. Tatsächlich ist hier aber noch nicht das Ende. Ich könnte ihn dir wieder runterschicken und ich habe hier nochmal selber einen Knopf für nach oben. Und ich glaube, ich kann dich hier nachholen, auch wenn das ziemlich kompliziert hier aussieht, das Ganze, was ich hier habe. Aber ich drücke mal den Pfeil nach unten und dann kannst du ihn vielleicht wieder runterkurbeln, oh. Du drückst jetzt den Pfeil nach unten, während du drin stehst, aber da passiert noch nichts, oder wie? Over. Oh, warte mal. Kurbel den nochmal bitte hoch, bitte. Oh. Das ist... Dieses Rad ist total merkwürdig. Welche Richtung ist überhaupt oben und unten? Es dreht sich immer ganz schnell wieder weg, sobald man einmal loslässt. Over. Das macht, glaube ich, in dem Fall keinen Unterschied. Du konntest bei dem Fahrstuhl einmal den Knopf nach oben und einmal den Knopf nach unten betätigen. Und ich glaube, das sorgt dann halt dafür, dass wenn du kurbelst, dass es halt nach oben oder nach unten geht. Over. Ich habe jetzt nach oben gedrückt. Ah, fährt auch nach oben. Okay, over. Hier oben, ich werde gleich mal einsteigen und wir gucken, ob du mich noch höher kurbeln kannst, weil hier oben ist nämlich doch so einer von diesen Secret-Hebeln, over. Der ist auf halber Höhe, ne? Oder meinst du jetzt hier nochmal weiter oben, over? Ich habe das Gefühl, wir sollten nicht bei dir drin stehen, over. Guck mal, hier ist dieser Hebel, over. Ha 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 ha!
Ja, wir sollten nicht bei dir drin stehen. Okay, also auf Mitte des Weges war ein Hebel und wenn du oben bist, kann man noch hören, dass nochmal ein Hebel. Also das sind zwei Hebel unterwegs. Die würde ich gerne beide irgendwie drücken. Over. Also ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob das ging. Du warst ja oben und hast es ja auch nicht ausprobiert. Aber vielleicht kann man, wenn man oben ausgestiegen ist, danach oben auf den Fahrstuhl raufspringen. Over. Ja, die Überlegung hatte ich erst. Vor allem ist oben nochmal ein Knopf, der nach oben zeigt, aber halt nicht nach unten. Und ich habe so die Idee gehabt, dass ich dich dann eventuell nachholen soll. Wie bist du eigentlich nachgekommen, ohne zu kurbeln? Wir hatten für dich gekurbelt. Over. Ich habe gar nichts mehr gekurbelt. Ich verstehe das auch alles nicht. Ich bin einfach reingegangen und habe nach oben gedrückt. Over. Stimmt, es geht ohne, dass du kurbelst. Over. Aber kein... Well, now, well. You boys are doing quite fine. And sometimes that pisses me off. Das hast du auch gerade gehört, oder? Over. Ja, das habe ich beim ersten Mal schon gehört. Over. So, ich stehe jetzt auf dem Fahrstuhl und werde da den Schalter gleich drücken. Over. Das heißt, ich gehe in den Fahrstuhl dann rein, fahre dich wieder hoch und wenn du oben am Fahrstuhl bist, vielleicht... Ich habe keine Ahnung, ich habe es ja noch nicht von oben gesehen. Over. Das ist jetzt die große Frage. Wenn du jetzt... Du könntest jetzt reingehen, du könntest im Fahrstuhl sagen, nach oben und dann wieder rausgehen. Weil wenn wir beide drin sind, dann stürzt das Ding ja leider ab. Aber wenn ich dann ganz oben bin, habe ich das Problem, dass ich von da oben nicht mehr runterkomme und du kannst ja auch nicht nach unten drücken, wenn du da unten bist. Deswegen weiß ich nicht, wie es von da aus weitergehen sollte. Over. Ich staune die ganze Zeit. Man kann diesen Knopf drücken und noch rechtzeitig aus dem Ding raus, ja? Over. Ja, genau. Der gibt dir noch so 2-3 Sekunden, bevor er losfährt. Over. Und diesen oberen Hebel oder diese obere Position, die kannst du nicht schon erreichen, wenn du auf dem Fahrstuhl draufstehst. Da müsste der wirklich noch hochfahren. Over. Nee, ich glaube, der würde funktionieren, wenn ich oben drauf stehe. Aber das Problem ist, dass ich von oben drauf nicht mehr in den Fahrstuhl reinkomme. Und dann weiß ich nicht, wie ich den Fahrstuhl wieder runtergefahren bekomme. Over. Der haut ab. Toll. Das ist ja mal eine Problemlösungsstrategie. Ich fahr mal nach oben, kann ja eigentlich wieder runterfahren, wenn du mich hier brauchst. Over. Du mach das mal, over. So, jetzt gucken wir uns das nämlich mal von oben an. Aus dem Bergwerk hochfahren. So, wo hat er den oberen gesehen? Den kann er ja nur gesehen haben, als der Fahrstuhl unten war. Und ja, nochmal Symbole. Ach du Herrje. Was kann man denn da tun? Hm. War deine Fahrt nach oben sehr angenehm? So ohne Zuschauer oder so? Over? Was soll das denn jetzt heißen? Over. Alles gut, mach dir keine Sorgen, ist alles in Ordnung. Findest du oben irgendwas Besonderes, Spannendes? Over. Ich dachte, du warst schon hier oben. Bist du nicht schon mal ausgestiegen? Hier ist ein Hebel mit Symbolen dran. Over. Ja, aber, hast du den Schalter noch weiter oben schon gesehen? Over.
Den habe ich noch nicht gesehen. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass man den nur sehen kann, wenn der Fahrstuhl wieder weg ist. Over. Du kannst mir ja mal runterfahren. Oh. Habe ich gemacht. Over. Das. Ich meine, ich könnte den... Oh, ich weiß es, ich weiß es. Wir fahren den jetzt runter. Einer steigt drauf und macht den Schalter unten. Dann kann einer von hier oben den Fahrstuhl wieder hochdrücken, weil der hier ist ja lediglich nach oben Knopf. Dann fährt der hoch, bleibt oben drauf, macht oben den Schalter. Dann geht der andere kurz rein, drückt auf den Pfeil nach unten, damit er wieder runterfährt. Ein anderer stellt dann sich dann drauf, fährt ein Stück runter und springt dann hier raus. Over. Ich hab's ungefähr verstanden, aber nicht hundertprozentig. Over. Willst du Knöpfchen drücken oder willst du rumfahren? Over. Auch ich würde gern da hoch. Over. Gut, dann gehst du jetzt in den Fahrstuhl rein, drückst den Knopf nach unten, kommst sofort wieder raus und springst dann von oben auf ihn drauf. Over. Und dann rufst du ihn einfach hoch und ich bin ganz oben. Over. Genau, und weil ich dann hier oben stehe, kann ich dich wieder runterlassen, damit du da oben nicht gefangen bist. Over. Ja, stimmt. Ist eigentlich simpel. Ich drück nach unten und gehe schnell wieder raus. Over. Und spring auch schnell rauf, bevor ich irgendwelchen Fallschaden bekomme. Bekomme. Over. Jetzt kannst du noch nicht drücken, over. Jetzt dürftest du aber drücken, over. Hast du den Schalter unten schon betätigt? Oh. So, den muss man neu betätigen. Ich dachte, den hätte sich das Spiel gemerkt. Habe ich jetzt betätigt. Over. Hallo. Over. Hätte ich fast einen Fehler gemacht. Ich darf ja jetzt nicht draufstehen, wenn du drückst, ne? Over. Genau, ich sag dir, sobald du drauf kannst. Jetzt. Yeah. So, guter Spielsatz-Fail. Ich habe diese Maschine währenddessen entziffert. Over. Ja, ist klar. Und? Willst du sie mir noch kurz erklären? Over. Eventuell kommst du gleich selber drauf. Zieh den Hebel in der Mitte. Over. Hast du gesehen, was passiert ist? Over. Das Licht am Tor ist ausgegangen. Over. War da ein Licht? Nee. Was ich meine ist, hier unten rechts ist das Licht angegangen. Rechts waren gerade nur zwei Lichter an, als du den betätigt hast, ist ein drittes angegangen. Oh. Und ich kann dir so viel sagen, als ich gerade zum ersten Mal hier oben war, war rechts alles aus. Wir haben seitdem drei von diesen Hebeln umgelegt. Einmal hier unten, einmal da oben und einmal hier, bevor wir stehen. Also gehe ich mal davon aus, es gibt 12 Hebel davon im gesamten Spiel. Wir haben ja schon ein paar davon umgelegt. Wir müssen wahrscheinlich für... Eventuell, damit wir gemeinsam rauskommen oder so, alle umlegen. Over. Sag mir mal, wie überhaupt einer von uns hier rauskommt. Over.